Hallo, Paraguay Live, wie immer aus Paraguay, diesmal wieder aus Asunción. Liebe Grüße aus Asunción. Heute ist heiß, ja, richtig heiß. Wir sind mittags hier, also hier haben wir keine Klimaanlage. Gehen wir gleich rein, mit Klima wird es auf jeden Fall besser. Ja? Also zeigen wir euch heute Apartments, die auch langfristig vermietet werden. Also super Sache, wirklich fast Luxussache. Seht ihr den Pool hinter mir? Und hier sind so einige Räume, einige Zimmer, einige Apartments, die auch langfristig vermietet werden. Okay, also falls ihr Lust habt, bleibt einfach dran und kommt mit mir, schauen wir uns an. Okay, bis dann, ciao. Also gehen wir einfach rein. So, das ist der Eingangsbereich hier. Hier seht ihr, sind direkt die kleine Gartenbereich mit Pool. Und hier sind die Apartments. Seht ihr, gut gelöst. Also hier im vorderen Bereich haben wir so einen Essbereich, Wohnraumbereich. Ihr seht hier mit so einem Tisch, Fernseher ist auch da, also ganz gut gelöst. Da haben wir direkt noch hier die kleine Einbauküche hier. Ja, von der anderen Perspektive könnt ihr das vielleicht besser sehen. Ja, mit Wasserkocher. Mikrowelle und Kochherde. Und hier nochmal mit deiner Abzugshaube. So sehen die Räume aus. Also ganz modern eingerichtet. Jetzt gehen wir rück zu Kopf. Gehen wir Schlafzimmer. So sieht das Schlafzimmer aus. Und hier haben wir einen schönen Schrank mit Fernseher und ein kleines Schreibtisch. So, und hier direkt vom Schlafzimmer aus gehen wir ins Bad. So. So, gehen wir weiter. Die Toilette brauchen, glaube ich, nicht viel zu erklären. Hier also auch ganz nett, seht ihr. Man kann sich ein bisschen sauberer machen. Ja, Toilette. Wie gesagt. Alles in top, schönen Zustand. Hier die Dusche bzw. auch die Duschkabine, also so halbe Duschkabine kann man hier sehen. Das ist so Plexiglas. Ja, und hier Platz für Handtücher. Also ganz nett, denke ich mir, und auch top eingerichtet. Da seht ihr also die Böden. Also sieht einfach klasse aus. Also alles hochwertig und vor allem schön in der zentralen Lage von Asunción. Also man kann es wirklich nur empfehlen, wenn jemand auch, sagen wir mal, langfristig
hier in Asunción bleiben möchte. Natürlich auch die Zimmer mit Klimaanlage ausgestattet. Also es hat einfach seine Klasse. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Das sind wirklich schöne Sachen und schöne Zimmer, die man auch langfristig vermieten kann. Also falls ihr Fragen habt, einfach sich persönlich an mich wenden bzw. sämtliche Fragen unten in den Kommentaren stellen und sonst bitte Daumen hoch, Likes und abonniere den Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt und wir sehen uns beim nächsten Video. Okay, also mach's gut, ciao, ciao.